Rat, unsere Daten besagen, dass sich Tali irgendwo in diesen Ruinen aufhält. Die Geth-Aktivität ist hoch und es besteht Gefahr durch die Umwelt. Die Solarstrahlung hat die schützende Magnetosphäre von Haystrom enorm geschwächt. Direktes Sonnenlicht wird ihre Schilde beschädigen. Tja, dann sollten wir uns vielleicht vom direkten Sonnenlicht fernhalten. Ich als überzeugter Gamer bin sowieso der Ansicht, dass das alles sehr ungesund ist. Ist also nichts Neues für mich. Ich glaube, wenn ich ins direkte Sonnenlicht gehen würde, würde ich sowieso zu Staub zerfallen. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect. Ich möchte eine andere Waffe haben. Damit übrigens mehr Munition für die Schrotflinte, ne? Ist euch das aufgefallen? So. Ich habe Garrus mitgebracht auf diese Mission, einfach weil es darum geht, Tali zu rekrutieren. Und da ist ein bekanntes Gesicht sicherlich nicht verkehrt. Und Kazumi habe ich mitgebracht, zum einen, weil wir Kazumi jetzt länger nicht dabei hatten. Zum anderen, weil Kazumi ja durch ihr Hacken, durch ihre Tätigkeit als Meisterdiebin, einiges über Technologie und halt auch Tech im Allgemeinen weiß und von daher vielleicht ganz nützlich sein könnte in einer Konfrontation mit den Geth. Und weil ich Miranda nicht mitnehmen wollte. Wer will das schon? So, wenn wir hier ins offene Sonnenlicht treten, dann gehen so nach und nach unsere Schutzschilde kaputt. Das ist das Gimmick dieses Planeten. Aber ihr habt schon gesehen, der Schaden hält sich echt in Grenzen. Das ist jetzt nicht überwältigend. Wir müssen hier nicht mal durchsprinten. Wir können einfach ganz normal durchlaufen. Alles ist gut. Erinnert so ein bisschen an Crematorium aus Chronicles of Riddick. Ich habe ernsthafte Probleme mit meinen Schilden. Und ich bin auch noch in Schwarz. Können wir bitte in den Schatten gehen? Ihr habt einen Schatten in einem Schatten, Leute. Das ist total creepy shit. Nicht, dass da waschsteine Radar drin sind. Dann habt ihr ein Problem. So, ist hier unten irgendwas, was das Erforschen wert wäre? Nein. Anscheinend nicht. So, da ist eine Tür. Bis jetzt ist es überraschend ruhig, ne? Diese Tür lässt sich nicht öffnen. Versiegelt. Autorisierung Karl Rieger, Marines der Migrantenflotte. Ah, das sieht doch schon ganz interessant aus. Finden Sie Tali Zora. Ja, das ist ja auch der Sinn unserer Mission. Die Frage ist nur, was für Daten hat sie? Achso, ich sollte vielleicht die Tür auch aufmachen. Da kommt schon ein Geth Dropship. Und hetzt uns ein paar von den nervigen Gesellen auf den Hals. Einer weniger. Da kommt jemand. Hartnäckig. Garrus, geh aus der Schussbahn, du Idiot. Weißt du, nur weil ich dir das bei Sidonis so gezeigt habe, musst du das jetzt nicht gleich nachmachen. Ja, wo, Kazumi? Ich liebe dieses Gewehr. Kazumi, kommst du mal hierher? Oh, kommst du mal hierher zurück? Hab dich! Und am besten bringst du die Geth mit. Garrus, du auch hierher zurück. Und am besten bringt ihr die Geth mit. Wir haben doch hier eine ganz gute Position. Lass uns sie doch nicht einfach so leichtfertig aufgeben. So, kommen da noch mehr. Geht mal nachgucken, Leute. Leute, geht mal nachgucken. Geh in Deckung! Könntest du mal die Waffe wechseln?
Ich höre auf jeden Fall noch welche. Ich kann die Geth noch hören. Ich kann sie quasi riechen. Ich kann sie spüren. Ich kann sie schmecken. Ich kann sie nur nicht sehen. Da kommen sie. Das können aber nicht die sein, die wir gehört haben. Dafür sind die ein bisschen weit weg. Auch stell dich doch nicht so an. Sag mal, sind die gar nicht beeinträchtigt von der Sonne? Das ist ja... Die schummeln. Kommen da unbegrenzt viele raus da hinten. Finde ich ein bisschen unfair gerade. Ich will es aber nicht ausschließen, dass dem wirklich so ist. So, wieso werden wir jetzt hier draußen gegrillt? Garrus, erklär mir das mal. Ist doch alles gut, hier passiert doch gar nichts weiter. Du bist echt eine Memme. Hat der schon mal gesagt? Ich will da aber noch gar nicht lang. Ich will gucken, was hier noch so an Loot eventuell in der Gegend ist. Wartet mal, ihr braucht ja nicht mitkommen. Ihr könnt doch einfach mal hier warten. Gehe schon. Ich komm schon hin. Ich meine, ich kann meine Schilde zur Not ja immer noch mit der Barriere verstärken wieder. Falls es doch knapp werden sollte. Aber ich sehe das noch nicht, dass das knapp wird. Na, seht ihr mal, hat sich schon gelohnt. Was haben wir hier unten? Das sieht interessant aus. Ich würde sagen, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Gut, dass ich nochmal zurück bin. Auch wenn wir hier einen toten Quarianer gefunden haben, das ist natürlich... Ja, hatte ich euch nicht einen direkten Befehl erteilt? Alter, Garrus. Ich hab echt mehr von dir erwartet, Alter. Na gut. Dann lasst uns mal wieder Richtung Haupttor schlawenzeln hier. Wir können im Prinzip unbegrenzt lange im Sonnenlicht stehen bleiben, weil zu dem Zeitpunkt, da das Sonnenlicht unsere Barriere aufgefressen hat, ist der Cooldown schon wieder abgelaufen, dass wir schon wieder eine neue erstellen können. Da wird doch gekämpft. Hier auf Topstation. Das kann ich gerade nicht. Das hat sicher wehgetan. Hat er gerade getaumelt, als ob wir ihn betäubt hätten? Erstmal können wir eine MPX-9C Tempest aufnehmen. Die ist interessant für Miranda, Morden, Samara, Thane und Kazumi. Sein Upgrade der automatischen Pistole Shuriken. Jetzt stellt sich natürlich nur die Frage, welche Pistole benutzen wir gerade? Erstmal melden wir. Hier spricht Commander Shepard von der Normandy. Können wir irgendwie helfen? Stellen Sie Ihr Gerät auf Kanal 617 Theta ein. Wir waren in geheimer Mission unterwegs. Sehr riskant. Wir haben zwar gefunden, was wir gesucht haben, wurden aber von den Geth entdeckt. Sie haben uns in die Enge getrieben. Wir können nicht zu unserem Schiff und wegen der Solarstrahlung auch keine Daten übermitteln. Was ist der Status Ihres Teams? Wie viele sind noch übrig? Wir waren ein kleiner Trupp. Ein Dutzend Marines plus das Wissenschaftsteam. Wir sind nur noch die halbe Mannschaft, aber die Mistkerle haben dafür schon teuer bezahlen müssen. Was hat Sie so tief ins Gebiet der Geth verschlagen? Fragen Sie den falschen Shepard. Ich zähle nur und drücke ab. Es hat was mit der
als sie sollte. Ein Energieproblem oder so. Eine Idee, wo die Geth herkam? Eins ihrer Patrouillenschiffe hat uns entdeckt. Ihre Landungsschiffe ließen Geth auf uns runterregnen, bevor wir uns abseilen konnten. System steht unter Geth-Kontrolle. Wir wussten, dass sie regelmäßig die Planeten absuchen. Aber gehofft, mit reduzierter Strahlung würden sie uns übersehen. Müssen wir befürchten, dass die Geth Verstärkung schicken? Ich glaube nicht. Ihr Patrouillenschiff ist noch nicht wieder gestartet. Und die Strahlung blockiert jede interplanetare Kommunikation. Wie ist die Lage bei Ihnen? Wir können in Kürze da sein. Gehen Sie es langsam und vorsichtig an. Direktes Sonnenlicht grillt Ihre Schilde. Sind auf der anderen Seite des Tals im Basislager. Machte Tali ein Versteck. Ändert zurück und halte das Nadelöhr zu ihr. Tali sicher wegzubringen ist unsere wichtigste Aufgabe. Wenn Sie sie rausholen, halten wir den Feind von Ihnen fern. Können Sie bestätigen, dass die Geth Tali noch nicht erreicht haben? Bestätige. Habe meine Männer bei ihr gelassen. Wenn Sie hier sind, können Sie über Cormel hier sprechen. Jeder Marine auf diesem Felsen hat geschworen, Tali zu beschützen. Solange noch einer von uns atmet, ist sie in Sicherheit. Sie wollen sterben für ein paar Forschungsergebnisse? Negativ. Werfe mein Leben für die Migrantenflotte weg. Ein gewaltiger Unterschied. Ich bin kein Tech-Experte, sondern ein Marine. Wenn man mir sagt, ich soll schießen, dann schieße ich. Mein Befehl ist, Tali und die Daten zu schützen. Wenn sie sich rauskriegen, ist der Auftrag erfüllt. Position halten, wir fallen dem Feind in den Rücken. Moment, passen Sie auf Ihren Arsch auf. Da ist ein Landungsschiff im Anflug. Oh oh. Na, Shepard, ich super. Habe das Gebiet gescannt und die Sprengladungen geortet, die der quarianische Commander erwähnt hat. Legen Sie es auf mein Radar. Ist erledigt. Sie brauchen beide Ansammlungen von Ladungen, um den Schutt zu entfernen. Natürlich, denn es kann ja nicht zur Abwechslung mal einfach sein, oder? Übrigens sehr interessant, diese Information, die Sonne altert schneller, als sie es eigentlich sollte. Da steckt tatsächlich mehr dahinter. Das hat was mit der dunklen Energie zu tun, von der wir in einer der früheren Folgen schon mal gehört haben. Oder was mit einem Kodex? Auf jeden Fall, irgendwie haben wir das schon mal aufgeschnappt. Und das hat sogar tatsächlich direkt oder indirekt, aber ich meine mich zu erinnern, dass das tatsächlich was mit der absoluten Haupthandlung von Mass Effect zu tun hat. Also der Invasion der Reaper. Ich zünde sie an. Sieht nur noch klein hier. Komm, zack und weg. Hab dich. Der ist auch schon gegrillt. Ach, das ist ja langweilig. Sie legt es auf mein Radar. Ah, okay. Heißt das hier hinten? Der Typ am Funkgerät sagte was von Sprengladungen. Damit könnte man den Schutt wegblasen wie nichts. Moin! Alter, wo kommst denn du her? Die Geth können durch Wände gehen, jetzt haben wir ein Problem. Mit dieser Fähigkeit sind sie uns taktisch natürlich weit überlegen. Dieses Gewehr. Weg, 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 weg. Ich prügel hier gerade einen Geth zu Tode, ey. Wie krass ist denn das bitte? Ich meine, mir war klar, dass Shepard ein knallharter Hund ist, aber dass Shepard einen Roboter zu Tode prügeln kann. Wir brauchen eine Probe des Kerns, um den zeitlichen Ablauf der Strahlungszunahme zu rekonstruieren. Aber unsere Ausrüstung lässt uns ständig im Stich. Shepard hat mal auf Theorum zum Entfernen von Geröll einen Minenlaser benutzt. Vielleicht kriege ich sowas ähnliches mit Sprengladungen hin. Aber nur vielleicht. So. Eine von zwei Sprengladungen ist unser. Damit natürlich auch wieder ein Checkpoint. Das heißt, potenziell kannst du gleich... Habt ihr es auch gehört? Ich habe Geth gehört. Potenziell kannst du gleich wieder richtig widerlich werden. Oh ja. Ein Geth Prime ist gerade aufgetaucht.
Einmal überlasten bitte. Zack. So, und dann natürlich. Knick, knick, na kaputt. Da kommen sie. So, solange das nicht mehr von euch werden, ist das ja alles kein Problem. Garrus, halt doch einfach die Klappe. Keine Ziele mehr. Zack, schon stehen da wieder 3000. Im Weg. So kommen wir auch zack. Ich würde sagen, es ist eigentlich ziemlich geil, was wir hier gerade machen. Also wir kämpfen auf jeden Fall recht effektiv, finde ich. Ich kann jetzt nicht sagen, dass wir hier großartig überwältigt werden von irgendwelchen Gats. Wir müssen auch noch aufs obere Stockwerk gucken. Da konnten wir auch noch hoch, bevor wir die Säule sprengen, meine ich. Dann hier natürlich die ganzen Nebengänge. Ich würde sagen, wir gucken einfach schon mal. Hier ist die Sprengladung. Die müssen wir noch nicht mitnehmen. Das sparen wir uns noch. Wir wissen ja jetzt, wo sie ist. Wir gucken uns erstmal den Rest an. Weil wir bestimmt, sobald wir die Sprengladung nehmen, wieder neue Geth triggern. Und das muss ja nicht unbedingt sein. Ach, hier geht's auch nach oben. Sehr schön. Ich erinnere mich übrigens hier, Talis Mission, also die Rekrutierungsmission für Tali, ist eine der Missionen, wenn man die auf dem allerhöchsten Schwierigkeitsgrad spielt, schaltet man noch eine extra Waffe frei, die man sonst nicht kriegt. Aber dafür muss man es halt wirklich von Anfang an auf dem höchsten Modus gespielt haben oder spielen. Es ist nahezu unmöglich, genaue Solarmessungen durchzuführen. Die Strahlung zerstört ständig unsere Geräte. Die Sonne dürfte sich nicht so verhalten. Noch vor wenigen Jahrhunderten war sie stabil. So schnell sterben Sterne nicht. Sehr seltsam. Sind Garrus und Kazumi gerade wirklich dabei abzukratzen, weil die so blöd sind, im offenen Sonnenlicht stehen zu bleiben? Das wäre echt traurig. So blöd kann man doch nicht sein, oder? Na gut. Wir dürfen nicht vergessen, von wem wir hier reden. Okay, die Sprengladung, die war ja hier hinten drin. Da. So, können wir für ein mächtiges Badaboom sorgen. Den habe ich weggeputzt. Ausbeulen. Der Schuss ist zu stark. Wenn wir nach links gehen, kommen wir in ihre Flanke. Ach, heul doch, ey. Anvisiert und umgenietet. Der Beschuss ist zu stark. Ich glaube, ich spinne. Ja, das willst du mich verarschen? So was zerlegen wir doch zum Frühstück hier. Da brauchen wir nicht flankieren. Also... Manchmal frage ich mich echt, bei wem du in die Lehre gegangen bist. Auf jeden Fall nicht bei uns. Sonst würdest du nur lächeln über solchen Widerstand. Okay, jetzt können wir hier die eingestürzte Säule sprengen. Superblinder ist auch offline. Tschüss, Superblinder. Viel Spaß noch. So, wir können jetzt die Sprengladungen an der eingestürzten Säule anbringen und uns damit den Weg zum Quarianischen Marine Einsatzkommando freisprengen. Aber ich würde sagen, das machen wir dann doch erst in der nächsten Folge.
von Mass Effect. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Vor dem Geth-Aufstand vor 300 Jahren kolonisierten die Quarianer Haystrom, um die eigentümliche Instabilität seiner Sonne zu untersuchen, die vorzeitig zu einem roten Giganten zu werden drohte. Als wissenschaftlicher Außenposten von minimalem militärischen Wert war Haystrom nicht in der Lage, die Geth-Streitkräfte während des Aufstands zurückzuschlagen und fiel darum rasch unter ihre Kontrolle. Planetendaten von gefangen genommenen Geth belegen, dass die Architektur von Haystrom trotz Kriegsschäden noch genauso aussieht wie vor dem Krieg. Damit stehen dort die einzigen Bauwerke quarianischen Stils in der gesamten Galaxie. Weil die Sonne von Haystrom die schützende Magnetosphäre des Planeten durchdrungen hat, müssen Menschen, die tollkühn genug sind, sich auf den von Geth kontrollierten Haystrom zu wagen, extrem vorsichtig sein. Nur wenige Minuten Strahlung überlasten bereits die Schilde und einige Stunden sind tödlich. Außerdem macht die Strahlung die Kommunikation zwischen Planetenoberfläche und Orbit nahezu unmöglich. Nur Edie kann natürlich trotz allem weiter ohne Probleme mit Shepard kommunizieren, die Oberfläche scannen und uns Daten auf den Radar schicken, weil Edie ist einfach super gut. Bis zum nächsten Mal.